Das Rise and Grind ist wie ausgestorben. Aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee ist es wert. Der Kaffee ist es wert? Oh, hey! Du willst doch nicht etwa was kaufen, oder? Ich brauche aktorianischer Superschwarz. Oh, tut mir leid. Der Energiekern ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Ah ja, das allseits bekannte Energiekern-Dilemma. Was auch sonst. Tob dich aus! Das ist schon komisch. Früher habe ich Sachen gesagt wie, ich töte jeden, der mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Superfan, na, wie findest du unsere ersten Sponsoren? Ich muss sagen, bis jetzt ist der Ausverkauf super. Wir haben Maliwan einen endlos Vorrat an kreischendem Kanonenfutter gegeben. Unsere Anhänger. Und dafür haben wir abgefahrene Hightech-Waffen bekommen. Und wenn der Planet Ihnen gehört, kriegen Sie Atlas und wir die Kammer. Dann kannst du nur noch an deinem, was auch immer du da unten hast, rumspielen. Ich brauche dich, Bestie. Iridium. Lord. Bereit für einen Kampf? Leute, Alter. Training-Wirkung der Wiederbelebung 10 gesteigerte Aggressivität.
Beine direkt gemacht. So lächerlich! Mistgeburt, Mann! Ihr scheiß Mistgeburt, du verfickte Alter! Verreck doch gerade, du dummer Hurensohn! Da kommt doch so ein verwichstes Auto auch noch, Alter! Anschaffen müsst! Ausgezeichnet, mein Junge. Ich kann keine Tauschmission gleichzeitig machen, Idiot. Los geht's! Angefangen mit meinem.
man, manchmal wird man gejagt. Leben gerettet? Ja. Habe ich deine Schwachpunkte gesucht? Das werden wir nie erfahren. Alter, unglaublich. Checken. Ich veranstalte einen interplanetaren Battle Royale namens die Underdome. Aber nicht nur ich. Es gibt einen bekannten Banditen namens Killer Vault, der einen Kampf bis zum Tod per Livestream aus Prometheus Seaport-Bezirk überträgt. Killer Vault ist eine totale Nulpe und schlecht für den Ruf des Battle Royale. Also werden wir den Stecker seiner Show ziehen. Wir sehen uns unten auf dem Planeten. Die ganze Wahrheit? Wir waren mal ein Paar. Anschließend hat er sich den Kindern der Kammer angeschlossen. Ein Kult aus hirnlosen Anhängern hat Killer Vault angezogen. Sind das ein Nebenmission? Rising Grind? Oh, Level 13. Können wir doch nicht machen.
Wie das Licht die Motten. Catch a ride. Für einen Kampf. Macht das. Nice.
Okay. Sind wir ja schon. Oh, da bist du ja wieder. Endlich mal ein Stammkunde. Wolltest du einen Kaffee oder irgendwas? Cool, cool, cool. Und jetzt klingel. Das sollte den Laden neu starten oder sowas. Und klingel. Viola, oder wie das auch immer heißt. Viola. Der Laden hat wieder Saft. Können wir jetzt einen Kaffee haben, Barista Watt? Oh Mann, geht nicht. Wir sind ein umweltfreundliches Kaffee, weißt du? Also, du musst deinen eigenen Behälter zum Mitnehmen haben. Na klar, scheiße. Moment, ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Ganz im Ernst? Dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Erledige ein paar einfache Kämpfe, um den Commander hervorzulocken. Der Becher gehört mir. Die Kaffeepause ist wohl vorbei, Leute! Auf Sie! Spüre die Blutgier! Zurückhalten!
Eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Warte, was steht drauf? Bester Commander der Welt? Der gehört sowas von mir. Ich bin jetzt der Kaffee-Commander. Du hast also meinen Kaffeeboten getötet. Kein großer Verlust. Aber du hast meinen Becher gestohlen. Und den will ich zurück. Ich bin der einzig wahre Kaffee-Commander. Wir sind so nah dran. Ich kann diesen arturianischen Superschwarz beinahe schmecken. Schnell zurück zum Café, los! Nice. Quelly. Greifen das Café an. Verdammt! Könnt ihr mir denn gar nichts Gutes lassen, Mariwan? Ich will doch nur eine verdammte Tasse Kaffee! So, Leute, bitte! Stellt euch in einer Reihe auf und nehmt eure Bestellungen entgegen. Also, geht weiter. Nur nicht für die. Halt's mal. Deck dich wieder ein. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. Cool, aus der Region, korrekt. Einen Moment. Korrekt. Aus der Region, korrekt. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Geduld, Mann. Gut Ding will Weile haben. Lass den Bot seine Arbeit machen. Es wird sich sowas von lohnen. Und bitte sehr, ein wunderschönen Tag. Oder nicht? Deine Entscheidung. Ja! Ja! Endlich! Bring den Kaffee her!
Ich kann die Intensität deines Verlangens von hier aus spüren. Hey, wir haben alle unsere Schwächen. Lass das Blut fließen! Kaffee, Baby. Du bist meine Lieblingsperson. Das war sowas von nötig. Hey, Atlas-Jungs! Rise and Grind hat wieder offen und der Kaffee geht auf mich. Oh, scheiße, ja. Echt jetzt? Danke, Lorelei. Gib mir den Becher, Kammertyp. Ich werde nicht locker lassen. Ach, scheiße. Die Maliwons sind hier. Na los, zeigen wir ihnen, wie ein wenig Koffein unsere Moral aufputscht. Du dir deine wohlverdiente Belohnung abholen. Ja, endlich. Thank you.
Wir können dir nicht genug danken, Kammerjäger. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Scheint am Handelsplatz zu sein. Maliwan hat ein Waffenlager im Einkaufszentrum. Das ist die Hauptmission. Wie geht's zum Tatort? Und ich verwette meinen Arsch darauf, dass er es darauf abgesehen hat. Vielleicht komme ich da. Schön, dich zu sehen, mein Junge.
runter. Echt lächerlich. Lagebericht. Etwa 80% meines Teams sind mindestens leicht verletzt. Die Maliwan-Elementare sind echt brutal. Dafür haben wir Ration. Skylar hat eine Kiste Rahmen-Gewürzmischungen gefunden. Also gibt's ein paar Wochen Suppe. Allerdings ohne verdammte Nudeln. So viele Leute. Nicht hin. Ja gut, dann. Scheiß auf diese Mission. Wir erwarten jetzt, dass ich einen Plan habe. Dabei habe ich nicht mal einen für mich. Ich hatte Pläne, aber die waren für'n Arsch, sobald Maliwan anfing, die Stadt zu verwüsten. Ich könnte in eine Schnellwechselkabine gehen und als neuer Mann rauskommen, aber dazu gehört mehr, als einen neuen Körper zu destructen. Vielleicht, wenn Meridian sicher ist, wann immer das sein mag. Schön, dich zu sehen, mein Junge.
Haupttier mit Flair. So kann ich. Bereit für einen Kampf? Easy. Los, Junge! Meine Haustiere sind besser. Stirb! Spüre die Blutgier.
Sicher! Warum nicht? Sind wir hochkommen jetzt? Dass sich jemand das geschnappt hat, aber wem könnte man es verübeln? Meine Hyperion Red Bar X2000 mit Quecksilberschleife und Anti-Ständerband. Oh, die beste Unterhose im Universum, Bro. Und das einzig Gute, was mir Hyperion je gegeben hat. Das klingt ja reizend. Nur mal so unter uns. Daher nehme ich meine gesamte Macht. Na, das ist doch mal ein schöner Steckbrief. Da kommt die Bluthand richtig gut zur Geltung. Die trage ich seit meiner zweiten Blutfehde. Nein, seit der dritten. Genau, die zweite war der Krieg, den ich einem Berg erklärt habe. Rate mal, wer von uns noch steht. Nur ein toter Berg ist ein guter Berg. Das ist die richtige Einstellung. Ich werde nie vergessen! An das Bild kann ich mich noch gut erinnern. Ist echt was anderes als die Banditen-Selfies von früher. Als ich meinen ersten Banditenplan gegründet habe, musste man auch sein blutiges Gesicht an einen Felsen rammen, um ein Abbild von sich zu kriegen. Wofür halten sich die Kalypso-Zwillinge überhaupt? Für Götter? Weißt du, meine Brustmuskeln hat auch mal jemand göttlich genannt. Ist doch fast dasselbe. Meine Brustmuskeln auch schon mal göttlich genannt. In deinen Schädel passt. Man wird dich vergessen. Dass ich da nachher hier ist. Ich
Danke, Kammerjäger. Du hast meine Träume wahr werden lassen. Wer wünscht sich nicht, in Gold verewigt zu werden, oder? Weißt du, wir haben die KDK heute zwar nicht erledigt, aber wenn sie die Statuen sehen, werden sie wissen, wer das Sagen hat. Sie werden es wissen! Hörst du das, Tyree? Ab sofort kannst du mein Sixpack anbieten, denn mein Name ist Vaughn! Haha.